Stopp, wir spielen halt Guild Wars 2, bitte haut mich nicht. Noch 3 Minuten Zeit, ich muss schnell einen kleinen Tobsuchtsanfall loswerden. Es ist Zeit, den Leuten die Klatscheier ins Gesicht zu halten. Und das meine ich absolut ernst. Ganz kurze Erklärung für die Spacken unter euch, die Guild Wars 2 nicht kennen. Wir haben ja eine schöne Karte, 3 Punkte. Wer als erstes 500 Punkte zusammen hat, Punkt erober natürlich, hat das Game gewonnen und ist der coolste aus dem Puff. Hat ein bisschen was von Schwanzvergleich. Kennt ihr schon meine coolen hier Walk Sliders? Geil, ne? Ich sag ja nicht umsonst, Fußarbeit ist die halbe Miete. Fußarbeit ist wirklich die halbe Miete. Und jetzt zeige ich euch den Trick des Jahres. Man wartet einfach kurz, man versteckt sich hinterm großen Blumentopf, wartet einfach eine ganz kurze Sekunde, drückt dann T, dann musst du nur noch runterhüpfen und einmal die 5 drücken. Rom, das hast du so umgeholzt. Nix können sie da. Überhaupt nicht. Jetzt kann ich sie noch ein bisschen schleudern. Der Fakt, dass ich jetzt hier alleine bin, ist natürlich ungünstig, ja. Nicht ganz alleine natürlich, aber soweit es geht, fühle ich mich hier schon sehr unwohl. Und dann muss ich einmal kurz raus, habe natürlich mein Schild geprügelt. Markieren wir einmal den hier, dass die Leute auch wissen, wen wir hier jetzt als erstes die Poperze rausprügeln aus dem Leben. Und dann liegt er auch gleich schon down. Wir nehmen als nächstes, was ist das da? Auch ein Necro, nice, nehmen wir den. Ich bin immer sehr gern für Necros zu haben. Einmal Projektilabwehr, auch sehr schön, damit die Waldläufer Schwüppeldüppels hier nicht mehr durch können. Und hier, guck mal, den wollte ich doch, den wollte ich doch. Nein, 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 den wollte ich doch. Zack, zack, geblindet und down. In Mesmer könnten wir vielleicht auch noch schnell strangulieren. Wenn er nicht hier einen auf den wilden Höpper machen würde. Ist aber, wie er aussieht, ROM, ist ein Fall für Gruppentherapie. Also kommst du am besten gleich mal in meine Sitzung und down. Leute, Leute, easy peasy. Ich sag nur, in der Hood, du musst auch wissen, wie es läuft. Du musst die Leute kennen. Damn. Hat auch was hier von ein bisschen wie League of Legends, nur cool. Ist halt blöd, dass die hier gerade ihren den Point so holen können. Und dass, egal was ich mache, das irgendwie nichts bringt, ist gerade meine Vermutung. Aber gut, hat nicht funktioniert, aber das Blocken hat sehr gut funktioniert, okay. Das reicht mir ja auch erstmal. Bleibe ich ganz kurz auf Erde, um ihm da ratatadam die Leben runter zu prügeln. Die Leben runter zu prügeln. Und da kommt der Phönix und da kommt der Schmetterer und fick mein Leben, er war unsterblich. Ja, ich hasse sie. Ich hasse sie auch. Ich hasse sie auch. Waldläufer. Waldläufer wirken auf mich wirklich anti-orgasmisch. Ach, Mensch, hör auf! Scheinbar scheint der hier nicht zu merken, dass auf ihm gerade Meteoriten runterhageln, als gäbe es keinen Morgen. Kannst du mir helfen? Weiß ich nicht. Sollen wir nach Hause fahren oder was? Wir müssten natürlich eigentlich zur Glocke. Aber sagen wir es mal, sehen wir es mal positiv. Machen wir nicht. Ist zwar äußerst ärgerlich. So, und wissen wir, was wir jetzt wieder machen? Einmal kurz die 5 drücken und roms die Bombs. Weg mit dir. Schleudern wir dich einmal nach Jerusalem und zurück. Komm ran. Komm ran. Kannst du ausweichen, wie du willst. Gegen meinen Schleuderfokus hier kommst du nicht mehr weg. Beziehungsweise ich komme nicht mehr weg, habe ich auch eher das Gefühl. Müssen wir mal gucken. Oh, der Necro will es, der will es, der will es, der will es. Ich habe keine Ausdauer, ich kann nichts tun. Ich kann gar nichts tun. Außer in die Richtung von meinem Lager rennen, in der Hoffnung, dass da gleich ganz viele von meinen Leuten rauskommen. Und einmal niederschmettern, down. Ah, fuck, der hätte schneller reagieren müssen, aber der Phönix, der sitzt trotzdem. Der sitzt trotzdem, juckt sie nicht. Juckt sie einfach nicht. Juckt sie einfach gar nicht, down. So. An deiner Stelle würde ich mich jetzt ausloggen. Batz, 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 down. Ist da, dann seht ihr einen Visierten an, macht einen ganz langsamen, ruhigen Flash noch über die Fallen hier rüber und dann, das, das, kommen die Blitze von oben. Das, der Blitz, das, das. Ich sag's, Leute, das ist Fingerspitzengefühl plus Beinarbeit macht den Master Guild Wars 2 Player aus. Wobei ich die Beinarbeit doch noch ein bisschen höher werte als die, ne, das Fingerspitzengefühl. Beinarbeit, Jungs. So, dir würde ich gerne einmal die Hucke voll machen und Blitz, Blitz. Guck mal, was er da wieder... ich das mag. Blitz! Guck, kommt der Nächste. Du stellst dich einfach hin. Einhändig, guck. Er kann kommen, lass den kommen. Ja, gut, machen wir es so. Wenn du freiwillig aufgibst, die gibt es natürlich auch mal. Und dann würde ich sagen, Blitz, Blitz! Donnern wir einfach um. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. In the wasted sin of the word. Seht ihr auch die Points auf meinem Konto rattern oben, Jungs? Ihr seht sie einfach. Nee, nee, lass es. Lass es einfach, Jung. Du brauchst es eh nicht, du kannst... Ja, ich weiß, du bist ein schöner Nekromant, kannst deinen Senseln auspacken, wie du willst, aber wenn ich Blitz mache, guck hier, Blitz, easy, bist du down, bist du down. Da gibt es keinen großen Hokuspokus, oh nee. Jetzt guck dir die Scheiße an. Ich sag nur so viel, Leute, geh to the fucking Double G. Ding, 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 ding. Ja, das war eine schöne Runde Guild Wars 2 PvP. Ich hoffe, dem einen oder anderen kleinen Poperzenschlecker von euch hat es gefallen. Vielleicht
Spielt eher mit, ihr könnt auch gerne in meine Gruppe kommen. Wo auch schon immer im Thema Therapie war, in die Komplextherapiegruppe. Ja. Und ansonsten, tschüss mit euch. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was. We'll be right back.